Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, noch sind wir am Ostseejacher See, aber wie wir im letzten Video schon gesagt haben, ist es Zeit, uns hier zu verabschieden. Der Regen stimmt gar nicht. Der Himmel weint auch, weil es regnet schon. Genau. Und es war ein super Platz hier unten in der Seeecke, die Seeplätze. Richtig toll. Wir haben nochmal nachgeguckt. Wir werden 189 Euro jetzt für 5 Nächte bezahlen. Also das ist doch ein humaner Preis, kann man schon sagen. Ich glaube, Pima Daumen. 4 Nächte, 5 Tage. 5 Nächte. 5 Nächte? Ach Gott, ey. Sonntag auf Montag. Sonntag auf Montag. Montag auf Dienstag. Dienstag auf Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstag. 4 Nächte. Stimmt, weil da 5 Nächte draufstehen. Dann müssen wir das gleich. Nein, 5 Tage. Keine Ahnung, was ich. Da stand 5 Nächte drauf. Das müssen wir dann gleich nochmal checken, weil dann wäre das ja nicht der Fall. Ja. So, das hat uns völlig durcheinander gebracht. Und eigentlich ist es auch schon wieder viel zu lang, denn eigentlich geht es so richtig erst los. Wann? Nach dem Intro. Mann. So, wir sind weg vom Stellplatz, vom Seecamping Berghof, jetzt an der Tanke. Und da wir ja im Ausland sind, wobei wir jetzt nicht Österreich schlechten Sprit vorwerfen wollen. Nein, nee. Die haben hier auch sowas wie ein Max Motion Diesel und so weiter. Ich zank jetzt aber den normalen. Und wir hauen jetzt einfach mal wieder das super Additiv von Liquid Molly rein. Das ist gut, weil dieses Performance Diesel hat trotzdem B7. Okay, jetzt könnte man sagen, steht bei Shell ja auch dran, ist auch B7, das weiß man nicht. Aber hier steht einfach nur maximale Leistung, bessere Beschleunigung, reinigt den Motor. Also wir wissen gar nicht, was da genau drin ist. Deshalb nehmen wir den ganz normalen. Und UMV ist jetzt nicht gerade eine No-Name hier in Österreich. Deshalb glaube ich, wird das funktionieren. Wir wollen Richtung einen Stift. Da sind wir mal gespannt, wie das so abläuft. Ja, 1,874, nicht gerade günstig. Das kennen wir weitaus günstiger. Aber ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Mal gucken, was wir insgesamt jetzt hier bezahlen werden. Und ja, zum Stellplatz im... Ach Gott, Seecamping Berghof, da können wir nochmal Input geben. Da waren wir 4 Nächte nur und dann haben wir ein bisschen mehr als 150 Euro bezahlt. So, und jetzt warten wir, bis wir vollgetankt sind, dann fahren wir zum Stellplatz und dann geht's entweder zu dem Stift, falls Wetter gut ist, oder wir machen eine kleine Pause. Wahrscheinlich werden wir eh eine Pause machen, alles liegt ganz am Wetter. Da steht da der Buggy in... Ich glaube, St. Andrea heißt der Ort hier, wo jetzt einer wegfährt. Und der Platz kostet 10 Euro. Es gibt verschiedene Stellen, wo man das bezahlen kann. Wir haben jetzt uns aber eine App runtergeladen und haben es darüber bezahlt. Vielleicht braucht man die auch nochmal. Irgendwie schien das so, als wenn es in Deutschland diese App auch gibt oder so. Deshalb haben wir uns einfach da mal registriert. Wir wollen jetzt zum St. Pauls Stift, wenn ich das richtig habe. Da ist es schon zu sehen. Also ich sehe es schon. Ja, das werdet ihr doch nicht sehen. Ihr könnt es auch hinter den Bäumen. Ah, doch. Man kann es schon erahnen. Also das ist ein relativ großes Klosterstift, wie auch immer. Genau, das mal wollen gucken. Wir uns anschauen. Jetzt nochmal definitiv 151,20 Euro, also 37,60 Euro, glaube ich, war das. So Pi mal Daumen. Für die Übernachtung, genau. Genau. Am Seecamping Berghof. Jetzt könnte man natürlich, würde ich sagen, ist ein stolzer Preis, aber wenn ich jetzt zurück an den Lago Maggiore und Campo Felice denke, da haben wir die Ticino Card mit dabei gehabt und die haben wir jetzt auch wieder dabei gehabt. Ja, Ticino Card zwar nicht, aber zumindest sowas ähnliches, also die regionale Karte, damit also man da die Regionen kann, damit du die Bahn nutzen kannst. Richtig. Das muss man einfach, glaube ich, mal mit rein rechnen. Klar, die Ticino Card kann noch weitaus mehr. Also die Preise sind dann doch schon human. Wie gesagt, wir kennen jetzt zum Beispiel andere Plätze, die kosten 80, 90 Euro und da ist nichts mit dabei. Das ist dann wirklich teuer.
Die versuchen wir zu vermeiden. Wie gesagt, wir sind echt gespannt. Kroatien, auch Slowenien. Mal gucken, ob wir ein oder zwei Nächte sogar in Slowenien verbringen werden. Wir werden einmal quer durchfahren auf jeden Fall. Und also das Ziel ist ja nicht Slowenien, sondern Kroatien. Deswegen wird es eher eine Durchreise sein. Also die Stellplätze werden nicht die schönsten wahrscheinlich werden. Viele werden wieder sagen, ihr seid deppert, macht man doch nicht. Ja. Slowenien soll so schön sein. Aber wir haben halt einfach nicht die Zeit, um uns auch noch Slowenien anzuschauen. Aber ich habe gehört, wenn das Wetter gut ist, Ende Oktober sollen ja zwei ganz liebe Mitmenschen mit dem Malibu nochmal Südslowenien oder West-Ostslowenien besuchen. Da habt ihr was zu sehen. Wir schauen uns jetzt dieses Stift an, wenn alles funktioniert. Und ja, wenn alles gut läuft, seht ihr jetzt auch Bilder davon. Da sitzen wir schon wieder im Auto und ist schon mindestens 2,5 Stunden wieder her, wo wir das letzte Mal eine Aufnahme gemacht haben. Nee, stimmt gar nicht, sogar 3,5 Stunden. So viel? Echt? Ja, ja, ist schon eine Weile her, weil wir haben ja nichts mehr gemacht. Wir waren ja jetzt in diesem Museum, in diesem Benediktinerstift. Ja, stimmt. Also das war ja mal ganz interessant. Also ich habe noch nie so eine alte Bibliothek gesehen. Das fand ich natürlich schon sehr schön. Da zeigen wir euch mal ein Foto. Ja. Das ist das Einzige, wo wir gesagt haben, das müssen wir euch mal zeigen. Ja, richtig. Also, das war noch schöner, sagen wir es mal so. Aber man sollte da nicht so viel fotografieren, so nach dem Motto, so hieß es. Naja. Genau. Deshalb haben wir, ist es nur für euch eine Anregung, wenn ihr die Kärntenkarte habt, es ist mit dabei. Und wir würden euch auch das nur empfehlen mit der Kärntenkarte, weil es ist nicht so viel zu sehen, wenn man die Bilder sieht, die in dem Buch drin sind, da denkt man, wow, wie cool ist das denn? Ja, also der Garten kann man sich da angucken, aber ist relativ runtergekommen, können wir euch auch ein paar Bilder dazu einblenden. Also da sieht es von oben alles schöner aus. Ja. Aber das habt ihr ja jetzt auch im Nachgang gesehen. Stefan hat ja mal ein bisschen hier den Umkreis gezeigt. Ja, wie gesagt, sonst ist hier nicht viel. Stefan war auch schon fleißig, hat die Szenen gedreht, fertig gemacht, die ich gebraucht habe. Ach so, genau, für den Teil 2, den ihr natürlich schon gesehen habt. Genau, wir sind jetzt schon bei Teil 4. Mhm. Also sind doch mehr Teile geworden, als ich gedacht habe. Aber wahrscheinlich dieser Teil, der endet auch mit Österreich. Also so viel werden wir hier ja nicht mehr machen. Denn es geht bald nach Slowenien. Aber wie gesagt, wir werden gescholten zurecht. Wir fahren nur durch. Wir schauen uns Slowenien nicht an. Wir wissen, es ist ein schönes... Wir kommen noch mal wieder und werden das irgendwann auf jeden Fall auch machen. Wenn wir mehr Zeit haben. Wenn wir mal Österreich außen vor lassen und vielleicht erst Slowenien anschauen. Mhm. Ja, Essen ist auch schon. Stefan hat seinen Salat da gemacht. Ja, und das andere auch schon soweit vorbereitet. Kartoffeln und so weiter und so fort. Also und Buletten. Also ja. Dementsprechend werde ich jetzt anfangen, den dritten Teil
abzuschneiden und Stefan fängt an zu kochen. Und es gibt's nicht mehr viel zu sehen. Morgen wollen wir Richtung Murek die Ecke. Mal schauen, ob das was wird oder ob noch ungeplant ist. Auf jeden Fall haben wir die Kärnten gerade gut genutzt. Ja. Und tja, wir werden jetzt was essen und morgen geht's hier weiter. Autumn leaves, what a breeze. Got me shaking and loosening up after all of your summer tease. Pretty please, we don't need to rush ahead or get too mad. Angekommen in Murek. Das heißt, jetzt können wir sagen, wir haben The Fantastic Four alle durch. Richtig. Das heißt, angefangen haben wir in Wien, dann waren wir in Graz, dann in Salzburg und jetzt der letzte Platz, der kleinste Platz in Murek. Der hat uns noch gefehlt bei diesen Premium-Plätzen. Ne, hier diese Dinge habt ihr bestimmt irgendwo mal gesehen. Die sind schon schön, also so ist nicht. Bis jetzt müssen wir aber sagen, der natürlich in Wien ist natürlich der beste, muss man dazu sagen. Ja, gut. Ne? Kann natürlich aber auch in Wien liegen. Genau, liegt an der Lage. Und ich habe jetzt hier die Hände voll. Genau. Denn wir wollen waschen. Wir haben hier die Möglichkeit, im Gegensatz zu den Campingplätzen, da ist er immer gut besucht. Hier stehen wir gerade mit, glaube ich, 4 Wohnmobilen und einem Wohnwagen. Also so ist hier ganz wenig los. Und das nutzen wir natürlich aus, dass wir jetzt einfach mal Wäsche waschen. Wäsche läuft. Jetzt laufen wir auch ein bisschen, haben wir gesagt. Ja, genau. Erstmal wieder eine Brotzeit gemacht. Jetzt haben wir mal langsam so angefangen. Langsam sind wir so im Urlaubsfeeling drin. So langsam haben wir es geschafft. Naja, vorher war das auch Urlaubsfeeling. Man hat sich ganz viel ausgeruht oder relativ viel ausgeruht. Ne? Also ausgeruht haben wir nicht wirklich. Wir waren jeden Tag unterwegs. Also so einen richtigen Strandtag ist ja eh nicht unseres, weil da halten wir es nicht lange aus. Aber so ist das. So, jetzt gehen wir zur Muriker Schiffmühle. Euch das mal. So verrät es das Schiff, das Schild. Das Schiff? Das Schiff, genau. Das ist immer noch gar nicht. Weil das ist lustigerweise 7 Minuten von dem Platz zu Fuß entfernt. Man kann auch mit Rad hinfahren. Allgemein, glaube ich, kann man hier sehr viel mit dem Rad machen. Aber da haben wir keinen Bock zu, weil wir haben auch noch ein bisschen was zu tun. Man glaubt es ja gar nicht, der muss schon wieder Videos schneiden. Ja, so ist das. Also das. Und ich nutze das eigentlich aus, indem ich einfach mal auch das Buch lese, was ich mitgenommen habe. Ich habe jetzt sogar 2 Bücher mitgenommen. Ja, ich war ja sehr euphorisch, dass ich das schaffen würde. Naja, gut, kann ja immer noch. Obwohl, naja, wenn wir uns mit den Jungs treffen, mal gucken. Genau. Ja, mal abwarten. Das wird ja morgen so sein. Die müssen wir noch schreiben. Dass wir ja gut angekommen sind, genau. Um spätestens 12 Uhr hier vorne sein müssen. Und dann geht es rüber. Wir müssen auch noch schauen, wie wir das mit der Maut machen. Da haben wir ja auch noch keinen Plan so wirklich. Ja, es ist auf jeden Fall eh irgendwie digital, wenn ich das richtig verstanden habe. So eine Plakette da, wie es früher mal war, gab es Clips, glaube ich, nicht mehr. Doch, die gibt es immer noch. Ja? Also so ist es nicht. Aha. Aber es gibt halt auch eine elektronische. Und ja, wir müssen ja wahrscheinlich dann die elektronische nehmen. Schauen wir mal. Das werden wir aber erfahren. Wahrscheinlich sogar noch in diesem Video. Und jetzt melden wir uns wieder, wenn wir bei dieser Schiffsmühle angekommen sind. But I swear you got more of a scheme. You're so carefree. Leave perfection. Get your head.
Da stehen wir schon wieder auf dem Schiff. Genau, auf der Murecker Schiffsmühle. Mhm. Haben gerade ein Bild gesehen, wo die Mur richtig überfüllt war. Da hat es hier richtig Schieflage gegeben. Genau, wir blenden euch das Bild, glaube ich, mal ein. Ich habe es gemacht. Genau, ist dieses Ding, was ihr jetzt alles hier gesehen habt, ist 1996 nachgebaut worden. Ist also kein Original. Insgesamt gibt es 4 Stück hier auf der Mur. Eine hier in Murek, 2 in Slowenien und eine sogar in Kroatien. Was wir nicht alles lehnen. Jawohl. Apropos Slowenien, da drüben haben wir schon. Also es ist eigentlich gar nicht mehr so weit. Ja, man könnte eigentlich rüberschwimmen. Also es ist zwar ordentlich Strömung hier drin. Also ich würde es nicht schaffen können. Naja. Ja, da hinten ist auch die Grenzbrücke. Ich weiß gar nicht, ob wir die morgen nehmen werden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, es ist schon ein schönes Dörfchen. Es kann sein, das müssen wir uns mal überlegen, wenn die Wäsche fertig ist, ob wir auch nochmal durchs Dorf wandern. Ja, hätte ich gesagt, genau. Eigentlich, okay, Stadt, also Gemeinde, durch die Gemeinde Murek. Und ich glaube, wenn wir das jetzt machen werden, dann seht ihr das als nächstes. The side of town we used to live. You told me a secret I can't forget. That's the reason I left you. Never could foresee that things would turn out the way they did. Your stories weren't just stories after all. Und schon haben wir 18 Uhr und ich denke mal, wir haben euch ein paar schöne Bilder von Murek gezeigt. Tolle Städtchen hier direkt an der Mur, also direkt an der slowenischen Grenze. Ist schon schön hier, ja. Ja, morgen ist Stadtfest, das heißt für uns, wir müssen irgendwo anders langfahren, damit wir überhaupt da nach Slowenien kommen. Mal gucken, was das wird. Ja. Das werden wir schon hinkriegen. Und ob wir dann morgen überhaupt in Slowenien bleiben, das ist die große Frage noch. Geplant ist es, dass wir einen Zwischenstopp machen, aber wissen wir noch nicht. Ja, und dann waren wir jetzt zum Thema Kochen wieder. Es gibt so Reste von gestern mit einer kleinen Änderung. Denn ich dachte, ich hätte die Tagliatelle eingepackt. Passiert, egal. Haben wir aber nicht. Dementsprechend haben wir jetzt sowas ähnliches wie Spaghetti und Muschelnudeln. Ja, eine Mischung. Irgendwie wird das schon schmecken. Ich habe da hinten noch meinen Salat. Genau, Salat hat er auch noch und wir werden auf jeden Fall jetzt dazu etwas schauen. Wahrscheinlich eine Folge Castle, die müssen wir nämlich durchschauen, denn es gibt bald neue Serien, die wir alle schauen wollen. Ja. So, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit aus Murek. Morgen melden wir uns entweder aus Slowenien oder halt aus Kroatien. Das werden wir sehen, je nachdem, wo wir sind. Bisschen cool muss es ja schon sein, ne? Ne, ein bisschen nicht blendend sozusagen. So kann es auch sein. Ja, und jetzt haben wir schon meine Uhr noch gar nicht an. Moment. Wir haben den Samstag, den... Es ist 10 Uhr. Achso, Samstag, den 16. Genau, hier Zeitgefühl verloren. In Murek findet also ab jetzt ein Stadtfest statt. Das heißt, es wird Zeit, dass wir verlassen. Und wir verlassen nicht nur die Steiermark. Ich weiß, ihr habt wenig von der Steiermark gesehen. Nur ein paar Fahrszenen, weil es war nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eigentlich Kroatien. Und deshalb fährt man ganz in die letzten Eck, statt von direkt, wo waren wir, Villach, wo man einfach direkt in Slowenien, Kroatien will. Nein, das ist viel zu einfach. Wir machen den längeren Turn. Aber wir müssen sagen, es hat sich gelohnt, für uns hier nach Murek zu kommen. Richtig schöner Stellplatz. Ja, er kostet 34 Euro. Das muss man einfach bewusst sein. Also 30 Euro, da Strom inklusive. Aber du musst noch eine Mitternachtsabgabe oder Übernachtungsabgabe hier machen pro Person von 2 Euro. Ja, das ist schon ganz schön teuer. Ja, aber es ist trotzdem schön. Also man kann hier Wäsche waschen und duschen und so weiter. Das ist die Infrastruktur ist ja da. Ist ja alles. Also das könnte man dann sagen.
dann ist es schon in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn ich mir Seecamping Berghof angucke, dann bezahlen wir ein bisschen mehr und haben weitaus mehr mit drin. Ja, aber trotzdem, der Platz ist schön, er ist klein, er ist gut parzelliert. Man hat auf jeden Fall Schattenplätze, im Gegensatz zu Wien, wo man ja überhaupt gar keinen Schatten hat. Mhm. Also das ist schon schön gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Und Murek, das habt ihr gestern oder vorhin gesehen, ist schon eine schöne Stadt. So, wir müssen jetzt ver- und entsorgen, denn Imda hat in der nächsten halben Stunde kommen unsere Freunde aus Linz. Mhm. Und dann geht's, wie gesagt, Richtung Kroatien. Und da entscheiden wir jetzt gleich, machen wir einen Stopp in Slowenien, ja oder nein. Das entscheiden wir einfach spontan. Und schöne Fahrszenen bekommt ihr einfach jetzt zu sehen. Forgive you, I'm done. Remember how we snuck out? Used to take your car and drive around for hours. You told me stories I can't forget about your dreams and your life before we met. Oh, never could foresee that things would turn out the way they did. Your stories weren't just stories after all. Forgive you, I'm done. So, wir machen eine kleine Rast in Slowenien. Ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen hören, weil wir direkt an der Autobahn. Und was entdecken wir hier in Slowenien? Solche tollen Teile hier. Ver- und Entsorgen gibt es hier. Strom. Und was man glaubt ja gar nicht, es ist umsonst zu sehen, dass hier direkt Wasser alles möglich ist. Also alles umsonst, also alles kostenfrei. Für 4 Plätze hier, naja, der Lärm ist halt da. Aber man muss ja nicht meckern. Müll haben wir auch hier. In verschiedenen Bereichen, also richtig cool, und das gibt es mehrmals in Slowenien. Also, liebes Deutschland, schaut euch doch einfach mal davon was ab. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Thinking about what she made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world, but if you're young and smart, you should know better. Don't get laid back 'cause you're not that cool. Don't think you're safe and sound. So, wir müssen euch begrüßen mit der Aussicht. Ja, und zwar in Deutschland. Du glaubst gar nicht, wie viele Wohnmobile aus Deutschland hier stehen. Also deshalb würde ich behaupten, wir sind hier in Deutschland. Das ist gar nicht Kroatien, wir haben uns völlig verfahren. Aber ich wusste gar nicht, dass in Deutschland so eine schöne Ecke ist. Das ist einfach wieder herrlich, wirklich. Genau, wir haben es wirklich geschafft. Ich dachte erst, sehr, sehr voll. Aber nein, wir haben 2 schöne Plätze, 166 und 167 hier auf Area Camping Stoja. Richtig toll hier an den Klippen, erinnern wir uns.
Wenn alles gut geht und wir leicht Glück haben, können wir vielleicht ein Bild einblenden, was wir hier mal für einen geilen Sonnenuntergang hatten. Ja, das war mega damals. Theoretisch, praktisch wissen wir es noch nicht. Und wir werden jetzt bis Mittwoch hier bleiben. Wir haben heute Samstag, wir sind durchgezogen. Wir haben Slowenien einfach mal völlig links und rechts liegen gelassen. Aber naja, ich habe ja gehört, wie gesagt, Iris und Uwe wollen ja nochmal Slowenien euch zeigen. Dann guckt ihr da. Und wir werden es irgendwann mal machen, wenn wir halt unsere Arbeitgeber uns mehr Zeit lassen. Also sollen uns jetzt nicht entlassen, sondern sollen uns Zeit lassen. Ja. Ja. Und jetzt, glaube ich, genießen wir das hier so richtig schön die nächsten Tage. Mittwoch geht es dann für uns Richtung Norden. Also dann eher schon wieder nach Hause. Aber wir haben aber jetzt erstmal 4 Nächte. Genau. Ganz entspannt hier wieder. Und ich gehe davon aus, wir haben nicht viel jetzt in diesem Video gezeigt. Es ging ja von Kärnten bis in die Steiermark. Und ja, jetzt haben wir gelogen, es ging bis tatsächlich Kroatien. So richtig los mit Kroatien geht es aber erst im nächsten Video. Und deshalb würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Folgt uns weiterhin, damit ihr halt auch die Folgen aus Kroatien sehen könnt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.